Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Gattafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir wissen alle aus Akte X, dass Agent Scully nie wirklich groß helfen konnte, die Fälle von Akte X zu lösen, da sie viel zu verkopft war, viel zu sehr in logischen Denkstrukturen festhing auf ihrer wissenschaftlich-medizinischen Ebene. Ja, die ganze Zeit einfach nur hängen bleiben konnte. Und deswegen haben wir uns heute ihren Partner Special Agent Mulder dazu geholt, der ja nicht so verkopft war, der auch einfach offen war für neue Gedanken, für Ungewöhnliches und Aliens. Okay, auf geht's, Aliens. Ich habe einen weiteren Anker für Lulus Erinnerungen entdeckt, dieses Mal in der Schorfbeule. Diese Erinnerung könnte den entscheidenden Hinweis enthalten, der uns zu Zariels Schwert führt. Begebt euch dorthin und versucht, so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen. Doch seht euch vor. Ich kann fühlen, dass diesem Fragment eine mächtige, böse Präsenz innewohnt. Wir wissen ja, welche böse Präsenz das ist. Ich überlege gerade. Ich hatte jetzt ganz kurz den Gedanken, also ich war gerade ganz kurz wieder so. Kennt ihr das, wenn man so im Gedanken ist und plötzlich dann merkt so, warte mal, was passiert eigentlich damit, wenn du das und das machst? Und dann fängt man an nachzudenken, man will es aber nicht sagen, weil man es ja, oh, halt, stopp, noch nicht selbst ausgesprochen hat. Ah ja, hier übrigens, ne, hat eine, das ist ein Jagd, das ist der, das gejagte Jagdobjekt, Trophäenträger Numero Uno, der Infinite Main, von dem man die blutigen Ketten bekommt. Deswegen, das will ich mal gerade gucken, das hatte ich beim letzten, in der letzten Folge hier angekündigt, dass ich das gerne mal herausfinden wollen würde. Vermutlich schon lange bekannt, dass es nicht geht. Ah. Okay. Ich hatte gehofft, dass ich sie nämlich jetzt einfach das Gegenteil behaupte, dass es denn trotzdem funktioniert. Mann, oh Spiel. Es kann doch einfach Pech sein. Ich kann doch einfach Pech gehabt haben. Man hat ja keine hundertprozentige Dropchance. So, was ich sagen wollte. Man fängt an, in seinen Gedanken dann abzuwägen und man will es nicht aussprechen, weil man noch nicht weiß, wie es ausgeht. Also, mein Gedanke gerade ist, wir wissen, dass in dieser Erinnerung Asmodeus auftaucht. Der Herr der Hölle. Der Herr der neun Höllen, um genau zu sein. Also nicht irgendeiner Hölle, sondern aller neun. Der Oberste. Naja, wenn ich das richtig verstanden habe aus den Ausführungen, ist es auch nicht der Höchste. Vermutlich ist es auch nur eine Puppe, die gesteuert wird von einem noch höheren, mächtigeren Wesen, welches im Endeffekt alles besiegen könnte, wie dem auch sei. Jedenfalls ist er trotzdem hier schon der Babbo. Und relativ mächtig. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, dass er schon in ihrer Mächtigkeitsskala über einem Schmetterling steht. Tut mir leid, Butterfly, das sagen zu müssen. Auch er steht noch über einem Kaninchen. Und die Frage ist, könnte er ausbrechen aus dieser Erinnerung? Wäre er vielleicht in der Lage, oder Einfluss wenigstens auf uns zu üben? Ich hatte dann überlegt, von wegen, mit was könnte ich das vergleichen, um eine Analogie herzustellen? Harry Potter. Weiß, Harry Potter ist einfach, Harry Potter, das Universum ist einfach zu groß, um das nicht auch nutzen zu können. Ich hätte jetzt auch das Herr der Ringe genutzt, aber da fällt mir nichts ein, was eine Erinnerung trägt. In Harry Potter gibt es ja zum Beispiel das Denkarium, in dem Dumbledore seine Erinnerungen festhält und wieder sehen kann. Dort war es in selbst Dumbledore und Voldemort nicht möglich, jedenfalls gab es bisher keine Hinweise darauf, dass die Anwesenheit jener, die sich die Erinnerung danach angeschaut haben, irgendwie bemerkt wurde und damit irgendeine Form von Beeinflussung ermöglicht hat. Also Voldemort konnte nicht plötzlich sagen so, hey, warte mal, du guckst ja meine Erinnerung, ich hau dich raus. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Buch anschauen, das Tagebuch von Voldemort, da konnte er ja schon rausbrechen, weil es ein Horcrux war, also ein Teil seiner Seele enthielt. Also ist schon eine ganz andere Mächtigkeitskategorie als einfach nur ein Stück Erinnerung. Aber man muss ja bedenken, dass das hier
nicht Harry Potter ist. Das ist ja Dungeons and Dragons. Und Erinnerungen haben ja hier die Macht, uns töten zu können. Also das hier gerade, wir können hieran sterben, heißt, dass auch Erinnerungen irgendwie wenigstens psychisch, also wie man stirbt, ist ja, man kann ja auch einfach sein, dass die Erinnerung einen im Kopf tötet sozusagen und man dann deswegen stirbt, aber es gibt die Chance oder sie haben die Möglichkeit, Einfluss auf uns auszuüben. Sie können direkt oder indirekt uns töten. Und das wiederum bedeutet ja eigentlich, dass es vielleicht schon noch die Möglichkeit gibt für etwas Mächtigeres. Also selbst Standard-Mobs, der hier irgendeine Erinnerung an einen Unhold, namenloser Unhold 17. Namenloser Unhold 17 könnte uns töten, könnte uns physisch töten, unsere Person. Könnte dann nicht die Erinnerung von dem Herren der neuen Höllen noch mächtiger sein und noch Schlimmeres anrichten, als einfach nur namenloser, naja, namhafter Held 327 zu töten. Dann würde nämlich Marcos Sorge mehr als berechtigt sein. So. Kinotime! Ja, El, ich habe die Höllenreiter und die Stadt, die zu beschützen ich geschworen hatte, im Stich gelassen. Meine Waffe darf den Unholden nicht in die Hände fallen. Sie muss ein Werkzeug des Guten bleiben. Und ich nun werde geht. Euch nicht im Stich lassen, Zariel. Asmodeus? Ich werde mir lieber das Leben nehmen, als mich dem Fürsten der neuen Höllen anzuschließen. An eurer Seite bis zum Ende, meine Fürstin. Ich nehme diesen Vorschlag an und werde als Herrscherin von Avernus wiedergeboren werden. Bedingungen eures Vertrages zu, Fürst der neuen Hölle. Olantius, zu Lebzeiten habt ihr mir treu gedient. Erhebt euch nun und dient mir auch im Tode. Da hat sie doch einfach mal die Seite gewechselt. Und Asmodeus
Das fand ich auch ganz spannend. Das hatten wir im Livestream, hatten wir das besprochen. Und da hatte ich die Frage gestellt und dann wurde mir das erklärt. Dieser Unterschied zwischen Teufeln und Dämonen. Warum? Also, in meiner Vorstellung sind die halt, es ist die Hölle, die sind böse, die kämpfen alle gegen das Gute, gegen die Götter, gegen Ferun, gegen alles, was gut und richtig ist. Aber die scheinen sich ja hier auch nochmal zu unterscheiden, beziehungsweise tun sie, und zwar in ihrer Ausprägung. Es gibt ja dieses 3x3-Diagramm über die Gesinnungen in Dungeons & Dragons. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben irgendwann. Ich kenne das noch so. Ich hab irgendwo mal gesehen, dass es eine leichtere Variante davon gibt, die nur auf 5 Gesinnungen runtergedrückt wurde. Wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es... Garyx? Du dümpelst hier alleine rum? Okay, Garyx. Garyx, gib mir einen Moment. Garyx, gib mir einen Moment. Ich brauche einen richtigen Gefährten. Tut mir leid. Aber ich brauche jemanden, der ein bisschen Support in Sachen Werten bringt. Genau. Also der Unterschied ist ja, dass es zu einem normalen Gut-Böse-System hier neben der Kategorie Gut-Neutral-Böse, also Schwarz-Weiß-Grau, gibt es auch noch rechtschaffend, neutral und chaotisch. Und das beschreibt im Endeffekt, wie sehr man sich an Restriktionen hält. Also du kannst ein Böser sein, der sich trotzdem aber an Restriktionen und an Strukturen hält und einfach Ordnung möchte. Er möchte zwar die Welt, also der will die Welt verbrennen sehen, aber mit System sozusagen. Und dann gibt es die Chaotischen, die einfach komplett ohne System, die einfach jegliche Struktur und Ordnung vernichten wollen oder einfach nicht Ordnung und Struktur folgen wollen. Und darin unterscheiden sich hier Teufel und Dämonen, dass die einen für System und Struktur sind, nur für Böses, und die anderen wollen einfach nur Chaos stiften. In der Hinsicht ist Sariels Wechsel auf die Seite von Asmodeus, der ja auch Ordnung möchte, sogar gar nicht so groß. Also, auf einer übergeordneten Skala bleibt sie ja immerhin ihrem eigentlichen Ziel, Ordnung zu schaffen, treu. Nein, er ist tot! Verdammt. Sie bleibt ja im übergeordneten Ziel, Ordnung zu schaffen. Dem bleibt sie ja treu. Die Frage ist nur, welche Ordnung. Aber sie will Ordnung. Und das würde sie ja auch auf Asmodeus' Seite schaffen. Sie würde sich also nicht den Teufeln, den Dämonen anschließen können, weil die sind ja für Chaos und einfach nur Spaß und Party und weiß ich nicht. Was halt Dämonen so einen lieben langen Tag machen. Okay, du bleibst. Du gehst nicht weg, ne? Du musst sterben. Schau schon oben. Dass sie das Schwert vorher noch weggeschickt hat, das ist ja das, was ich am schwierigsten einzuordnen finde. Denn wenn sie schon... Also, das unterstreicht so ein bisschen dieses, dass sie immer noch Ordnung möchte. Aber ich verstehe nicht, wieso sie das Schwert nicht behält. Denn es ist supermächtig und würde es in die Hände von Asmodeus fallen, könnte es noch mächtiger sein. Das würde ihr aber dementsprechend bedeuten, dass es leichter ist, die Ordnung zu erschaffen, die Asmodeus und jetzt neuerdings auch Sariel möchte. Dass sie das vorher aber in Sicherheit bringen lässt, spricht ja irgendwie eher dafür, dass das alles nicht gewollt ist oder dass sie doch nicht möchte, dass Asmodeus gewinnt? Also ist das einfach von ihr alles nur ein großer Plan, um Asmodeus in den Rücken zu fallen? Sie hat erst die Rolle von Bell angenommen, um ihn und seine Pläne zu durchkreuzen. Und jetzt durchkreuzt sie die Pläne der Hölle, indem sie ihre Waffe und damit auch ihre Mächtigkeit weggibt. Schön, euch zu sehen! Das Schwert, die Zitadelle. Ich erinnere mich an alles. Ihr habt eine große Tat vollbracht. Das ist unsere Chance, Zariel zurückzubringen. Die Zitadelle zu erreichen wird nicht einfach werden.
Avernus selbst hat versucht, diese heilige Stätte zu verschlingen. Und Dämonen sind darauf aus, in das Allerheiligste einzudringen. In diesen Hallen wartet eine schwere Prüfung auf euch, in der ihr euch als würdig erweisen müsst. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Dieses Unterfangen muss gut geplant werden. Das wird also noch ein wenig dauern. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Bis wir die Quest, beziehungsweise den Abschnitt Fragment der Hoffnung abschließen können und damit die Quest, haben wir schon gesehen, einen Funken Tugend freischalten können. Da müssen wir noch ein wenig für farmen. Und das wird diese Woche nicht mehr klappen, wie ihr seht. Dementsprechend würde ich sagen, das war es für heute. Vielleicht erfahren wir in Phase 3 des ganzen Avernus-Plans, was Sariel sich dabei gedacht hat, das Schwert wegzugeben. Warum sie das gemacht hat. Gab es wirklich einen größeren Plan, von dem wir alle nicht so wussten? Aber bis dahin, bis es soweit ist, wird es noch eine ganze Weile dauern, denn wir müssen erst einmal die Spezialkampagne abschließen, wir müssen die Zitadelle erst einmal frei arbeiten von den ganzen Verderbnissen. Das wird ja bis Ende Dezember oder bis Anfang Dezember geht das, glaube ich. Anfang Dezember? Warte mal. Bis Anfang Dezember und dann überhaupt erst könnten wir daran denken, dass das nächste Modul kommt. Dann kommt ja aber sicherlich auch noch mal ein bisschen Zeit dazwischen. Also, es dauert noch ein wenig, bis wir da vielleicht eine Antwort für bekommen, für diese Frage. Vielleicht wird es auch nie beantwortet. Wer weiß, wer weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.